Freund, der beim Julian schon eine Mastermind-Gruppe war und mich dann mal mit auf den Vortrag nach Mist genommen hat. Ich habe ihn Julian selber mal kennengelernt und das hat mir einfach dann super gefallen, so die Art, wie er es macht. Ja, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte im Event dabei sein und ja, einfach mal die Grenzen durchbrechen und vorwärts kommen. Im Speziellen jetzt für dich persönlich, was hast du bis jetzt mitgenommen? Okay, bis jetzt habe ich mitgenommen, dass es, denke ich mal, sehr wichtig auf jeden Fall ist, seine Ängste zu kennen und seine Motivation zu kennen, warum er was macht und dann gezielt wirklich Schritte gehen zu können, um seine Ängste eben zu überwinden und dann auch vorwärts gehen zu können, um seine Ziele zu erreichen. Für wen denkst du, dass das sinnvoll ist, was wir jetzt hier besprochen haben? Für jeden. Für jeden. Für jeden, der mehr will, der weiterkommen will und der nicht einfach nur, sage ich mal, zum Otto Normalverbraucher werden will. Gibt es da etwas, was du bereits ab morgen umsetzen willst? Das ist jetzt eine gute Frage. Also definitiv, was ich umsetzen will, sage ich einfach mal ab morgen, ist mein Fokus auf die positiven Dinge zu ausrichten. Nicht der zu sagen, das schaffe ich nicht oder das sind Probleme und da könnte es scheitern, sondern einfach auf das zu schauen, was alles gut gehen kann. Weil meistens wird ja das, was man sich vorstellt, was alles schief geht, kann ich nicht ändern. Und das möchte ich ab morgen umsetzen. Oder arbeite eigentlich schon. Super. Dein Resümee in ein oder zwei Sätzen bis jetzt? Einfach ein absolut geiles Event, und ich sage, jedem empfehlen, der weiß. Super, danke. Bis nächstes Mal.